Weitläufig, flach und abwechslungsreich wirkt die münsterländische Parklandschaft in ihrem Wechselspiel der Naturkulissen. Geradezu ideal für Menschen, die per Fahrrad die Natur erleben oder Sport treiben und dabei abschalten möchten. Auf dem Weg zu einer der Perlen des Münsterlandes, Warendorf. Die stilvoll renovierten Häuser mit ihren prächtigen Fassaden, auch die schmucken Fachwerkhäuser, sind heute noch Zeugnis des einstigen Wohlstandes der Stadt. Der begründete sich maßgeblich auf die bedeutende Textilindustrie in früherer Zeit, aber auch auf die Hanse. Auf und rund um den Marktplatz pulsiert auch heute noch das moderne Leben der Stadt. Kneipen, Restaurants und Cafés laden ein zum Verweilen, einfach für Momente mal die Seele baumeln zu lassen. Warendorf wird gelegentlich als Pferdehauptstadt Deutschlands bezeichnet. Vieles dreht sich in dieser Stadt um Pferde, die den Besuchern an vielen Orten in den unterschiedlichsten Ausdrucksformen begegnen. Warendorf ist aber auch eine Stadt der Fahrräder. Zahlreiche gut ausgebaute Fahrradwege und Petkes laden ein zum Radeln, zum Erleben der Stadt und der umliegenden Parklandschaft. Den Mittelpunkt der Stadt bildet nach wie vor die dreischiffige gotische Hallenkirche St. Laurentius. Die Kirche ist schon seit dem 18. Jahrhundert Ziel von Marienwallfahrten. Der Altar der St. Laurentiuskirche gilt als eines der bedeutendsten Werke der Hochgotik in Westfalen. Die Biergärten der urigen Kneipen bieten gerade in der Sommerzeit den Rahmen für Geselligkeit und einer besonderen Art des Stadterlebens. Kleine Straßen, Gassen, Petkes, schmucke Fachwerkfassaden sind quasi die Visitenkarte der Altstadt. Dazwischen begegnen den Besuchern immer wieder die Pferde in den unterschiedlichsten und fantasievollsten Varianten. Hinter der Fassade des ehemaligen Fabrikantenwohnhauses Bisping verbirgt sich heute eine Schulungsstätte der Sparkasse Münsterland Ost. Nebenher ist das Haus auch ein Standort des dezentralen Stadtmuseums. Die Stadtgeschichte Warendorfs wird im Rahmen eines dezentralen Museumskonzeptes den Besuchern an 5 Standorten in der Stadt vermittelt. Dazu gehört auch das Bürgerhaus des Klassizismus an der Klosterstraße. Die sind aus den 1820er Jahren, also knapp 190 Jahre alt. Genauso jetzt erhalten, da ist zwischendurch nichts dran getan? Sie sind auch schon mal einmal abgenommen worden und dann wieder neu verklebt worden, weil man eben auch Sorge hatte, dass Schimmel dahinter war. Der Raum ist lange Zeit überhaupt nicht geheizt worden, hier war es immer bitterkalt. Mhm. Und dann die großen Temperaturschwankungen, die waren schon schwierig. Die Restaurierung hat sich überhaupt erst gelohnt, seit wir hier eine Sockelheizung drin haben.
Vorher wäre das gar nicht machbar gewesen. Zu der Geschichte der Bilder? Gehen auf Bildungsromane zurück, die damals viel gelesen wurden, sodass auch die Besucher, die hier reingekommen sind, die Geschichte verstanden haben. Hier ist es also einmal der Untergang der Inkas durch die Besiedlung der Spanier. Und nebenan ist es ein Auszug aus der griechischen Mythologie, die Suche des Telemachs nach seinem verschollenen Vater. Ein anderer Ausstellungsort ist das neu eingerichtete Westpreußenmuseum, das im ehemaligen Franziskanerkloster untergebracht ist. 1628 wurde das Kloster gegründet. In späterer Zeit, fast über 100 Jahre, betrieb der Franziskanerorden hier eine philosophisch-theologische Ordenshochschule. Im Jahre 2008 gaben die Franziskaner aus Nachwuchsmangel das Kloster jedoch auf. Ein Blick mit der Kamera in das heutige Westpreußenmuseum wurde uns leider verwehrt. Das Museum Gadem im Zuckertimpen Nummer 4 zeigt originalgetreu die Lebenswelt der sogenannten kleinen Leute, die einst hier wohnten. Gadem, so nannte man früher die Häuser, in denen Menschen ohne Bürgerrechte lebten. Das Haus ist bewohnt gewesen mit wie vielen Familien? Das war mit 2 Familien bewohnt gewesen und die Wohnsituation ist circa 1920, 1925 hier. Und der Hausbesitzer hatte hier rechts, wenn man reinkommt in die Haustür, rechts die Stube, oben ein großes Schlafzimmer, ein Kinderzimmer und dann ist da so ein sogenanntes Tantenzimmer. Das hatte der Hausbesitzer mit 3 Kindern. Und die beiden hier, die Mieter, die wohnten hier links in der kleineren Stube und man nimmt an, dass auch der Hausbesitzer, dass die zusammen gemeinsam geradeaus die Küche benutzt haben. Viel Brauchtum ist auch heute noch in Warendorf lebendig. Herausragend gehört dazu das Hochfest Maria Himmelfahrt in jedem August. Bei festlicher Illumination in der Altstadt wird unter den Torbögen gefeiert, die allesamt von nachbarschaftlichen Torgemeinschaften aufgebaut und betreut werden. Die alljährliche Pferdeprozession im August ist in Deutschland einmalig. Angeführt von reitenden Fanfarenbläsern hoch zu Ross, führt der Prozessionszug mit den rund 200 teilnehmenden Pferden quer durch die Stadt. Die prächtig geschmückten Kutschen, Pferde und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, teils in historischen Kostümen und alten Uniformen, sind eine Augenweide für die zahlreichen Zuschauer an den Straßenrändern. Thank you.
Vor dem historischen Rathaus in der Innenstadt werden alle Gespanne, Pferde und Reiter dem Publikum fachkundig vorgestellt. Ein klassischer Ritt. Wir stützen uns auf die Lehren der alten Reitmeister, die Reiten als Kunst bezeichnen, meine Damen und Herren. Und diese aufwendige Form der klassischen spanischen Dressur pflegen diese Damen. Sie möchten den Menschen die klassisch-barocke Reitkunst wieder näher bringen. Harmonie und Leichtigkeit. Herzlichen Dank. Und die schönen Kostüme. Meine Damen und Herren, aus Milte vom Weberstrang, ein ganz süßes Gespann, Alois Hovestadt, ganz herzlich willkommen. Mit Sophia im Marathonwagen. Jetzt guckt euch das an. Hey! Und übrigens, der Hund heißt Jack. Dreispännig fährt hier Martin Knoche vor. Mit dem Groom Thorsten Huben aus Beckum dabei. Mit Yelda, Tegerci Basi und Lea Knoche. Die Ems, die durch Warendorf fließt, und der Emssee bieten weitere und vielfältige sportliche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, aber auch der Erholung. Eine ganz neue Art, die vielgesichtige Landschaft zu erleben, ist die Fahrt mit einem Kanu auf der Ems. Möglich sind diese Wasserfahrten auch über die Grenzen Warendorfs hinaus. Die veranstaltende Firma Kano Camp bietet eine breite Palette an interessanten Freizeit- und Spaßvergnügen an für Jung und Alt. Über das Stadtmarketing in Warendorf kann man dazu Näheres erfahren. Warendorf ist eine extrem sportliche Stadt. Wir sind die Kaderschmiede für die Olympioniken im Reitsport. Aber auch durch die nächste Institution, die wir haben, die Sportschule der Bundeswehr. Sie ist wiederum Kaderschmiede in vielen Sportarten, wie zum Beispiel für die Kanuten, für die Fechter und dergleichen. Die Sportschule der Bundeswehr wurde gegründet im Jahre 1957 in Sonthofen. Mitte der 60er Jahre gab es Überlegungen, die Sportschule zu erweitern und zu vergrößern. Im Jahre 1974 legten der damalige Bundestagsabgeordnete Heinrich Windelin zusammen mit dem damaligen Verteidigungsminister Georg Leber den Grundstein für den Bau der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf. Die Sportschule der Bundeswehr in Warendorf ist die zentrale Ausbildungsstätte für den Sport und die körperliche Leistungsfähigkeit in der Bundeswehr. Mit unserer Außenstelle in Sonthofen zusammen bilden wir im Jahr ca. 3000 Lehrgangsteilnehmer aus, die dann in den Einheiten und den Verbänden die Sportausbildung mit allen anderen Soldatinnen und Soldaten durchführen. Als größter staatlicher Förderer des Spitzensports in Deutschland stellt die Bundeswehr 744 Dienstposten für Spitzensportler zur Verfügung. Diese Spitzensportler sind in Deutschland in 15 Sportfördergruppen organisiert, von denen eine hier in Warendorf ist. Der Schwerpunkt in Warendorf liegt, wen wundert's, beim Reiten. So, rüber wollen. Gut, gut, genauso nochmal. Wieder rechts abfangen. Der soll mal merken, dass das Parieren innen treiben, dass er dadurch auch mal im Becken kippen kann, ne? Und aufs Hinterbein kippt und dadurch vorne auch den Druck wieder loslässt. Ne? Auf unseren Anlagen trainieren nicht nur unsere Bundeswehrreiter in Uniform, sondern auch weitere nationale Kader, die sich hier im Vielseitigkeitsreiten sowie im Springreiten auf Weltmeisterschaften und Olympische Spiele vorbereiten. Die Trainingsbedingungen hier in der Kaserne in Warendorf sind anerkanntermaßen die besten in ganz Deutschland. Jawohl, blick nach rechts. Spitze. Jawohl.
Das nordrhein-westfälische Landgestüt, schon gegründet im Jahre 1826 durch die Preußen, hat ebenfalls seinen Sitz in Warendorf. Ziel des Landgestüts ist es, die Pferdezucht zu fördern. Ein ganz besonderes Erlebnis ist die Veranstaltung Symphonie der Hengste. Einmal im Jahr verwandelt sich dazu das Landgestüt an zwei Abenden in eine Freiluft-Konzertarena. Eingerahmt von den historischen Gebäuden zeigen Reiter und Hengste dann ihr Können zur Live-Musik eines großen Symphonieorchesters. Ein besonderes Erlebnis. Gäste, als Leiterin des nordrhein-westfälischen Landgestüts möchte ich Sie heute hier zur Symphonie der Hengste im Namen meines gesamten Teams ganz herzlich willkommen heißen. Applaus